Herzlich willkommen, Leute, zu einer kleinen Solo-Runde Fortnite Battle Royale. Das Gameplay ist vom Weihnachtsabend bzw. vom 24. Ich kommentiere es jetzt nach und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag gestern. Wir gehen als Krampus nach Tilde Towers und versuchen, das Weihnachtsfest zu stehlen. Nein, machen wir natürlich nicht, aber der Krampus-Skin ist mega awesome. Und wir machen mal eine kleine Tilted-Runde zu Weihnachten, ja, kann ja nicht schaden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr bekommen habt, ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit hattet oder die Feiertage oder freien Tage genießen könnt. Jetzt spielen wir eine Runde Fortnite Solo. Ich würde mich auch weiterhin über eure Unterstützung freuen. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich wieder eine aus dem Creative-Modus geben, also eine Folge. Mal sehen, was es für neue Maps gibt. Wir haben im Stream ja schon ein klein bisschen reingeschaut und dort gab es geile Labyrinth-Adventure-Maps folgen. Also, mal schauen, was als nächstes kommt. Jetzt aber erstmal als Krampus in Tilted. Und ich habe gehofft, dass einer auf dem Glockenturm oben ist. Da sind ja auch immer zwei Kisten drin. Die kann man so schön wegsprengen mit diesem Dynamit und zack, würde er halt mega viel Fallschaden bekommen. Aber das Glück hatten wir leider nicht. Stattdessen hören wir hier unten einen Truck. Und der hat kassiert, bevor er die Burg werfen konnte. Ja, in Tilted ist immer ein Fest, sage ich euch. Das ist eigentlich nicht mein Ort, wo ich immer gerne bin. Aber ich denke, zu Weihnachten kann man da mal eine Ausnahme machen. So, wir haben jetzt immer noch seine Taschenfestung. Das kommt uns ganz gelegen, weil in Tilted habe ich immer den Lowground. Deswegen komme ich so vielleicht mal schnell nach oben. So, ich versuche auch hier wirklich auf Gegnerkontakt zu gehen. Erste Burg hoch, nächste Burg gesehen. Die Falle, die ihr gerade gehört habt, die wird noch eine wichtige Rolle spielen. Er hat sie ja gerade erst platziert. Erstmal Deckel drauf, ja, dass sich der Typ in dem Haus nicht zeigt. Gut, schnappen wir uns die anderen, die sich wenigstens offen präsentieren. Ja, das wäre jetzt so schön gewesen, muss man sagen. Aber ich müsste den Sniper-Modus noch ein, zwei Mal spielen. Der hat anscheinend auch nicht mehr viel Leben gehabt. Das war wohl ein harter oder knapper Kampf. Gut für mich. So, die Sniper nehmen wir natürlich mit. Die können wir so nicht liegen lassen. Aber ein Grappler ist immer gut. Und da pusht uns doch wer. Das waren schon 68 Schaden fliegen. Jetzt werden wir noch besniped. Er baut noch gut gegen. Da wollte ich jetzt reinsetzen. Ist aber nicht meine Wand geworden. Deswegen erstmal in Ruhe nachladen. Ja. Man hat ja Zeit. Man hat ja Zeit. Man müsste nur ready sein, wenn der Gegner raus editiert, dass man dann direkt schießen kann. Aber ansonsten läuft uns die Zeit da ja nicht weg. Also in dem Haus, den wir von Anfang an gehört haben, ist irgendwo noch ein fieser Bub drin. Und ich sehe ihn einfach nie. Er lungert irgendwo im Haus rum, macht ein paar Türen auf und zu, jetzt nicht weggebounced werden. So, gehen wir auch mal rein. Erstmal ein Upgrade, ne? Warum nicht? Wie findet ihr den Skin eigentlich? Ich finde den vom Character Model so awesome. Also den finde ich wirklich gut. Das wäre auch der Mantel, der hätte zum Bad Santa gepasst. Hätte ich da auch gerne genommen. So, noch ein Upgrade. Ja, die Shotties graden hier in dem Haus ab. Ich frage mich, was er hat, wenn er so viele Shotties liegen gelassen hat. So, wir gehen wieder nach oben, weil wir ihn unten nicht gefunden haben. Nächster Gegner. Zack, ganz oben Arena. Gehen wir auch mal besuchen. Boah, was ein Hit. 105 straight als Opener. Das tut richtig weh. Von ihm kriegen wir den zweiten Schildrang. Perfekt, also für uns. Und auch dieser Schildrang spielt eine wichtige Rolle. Wie interessant, lustig und wichtig diese Verkettungen doch sind. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Falle, die relativ zum Anfang des Matches gesetzt wurde. Das war dumm von mir. Ja, niemals mit dem Grappler runterziehen. So, wir hören wieder Steps. Grappler austauschen. Und siehe da.
Der Kollege, der im Haus war, und den haben wir uns gegönnt. Und siehe da, die Drecksfalle, die am Anfang der Runde platziert wurde. Hätte der Typ sich auf der Arena nicht gezeigt, wäre ich hier an dieser Stelle sehr wahrscheinlich gestorben. Na, wenn er auch in diesen Raum geflüchtet wäre. Da hatten wir echt Glück. Also die Verkettung von manchen Sachen in Fortnite kann schon sehr wichtig sein. So, und jetzt hatte ich einen ganz kleinen Aussetzer, einen gedanklichen, weil wir haben ja schon mehrere Leute jetzt gekillt, 5 Stück an der Zahl, und die haben auch mehrere Sachen gedroppt, die ich alle nicht benutzen konnte. Und deswegen, das wird vielleicht noch 1-2 Mal diese Runde passieren, es liegen ja noch Sachen zum Heilen rum. Und deswegen werde ich mich in der Runde das ein oder andere Mal unnötig heilen. Aber jetzt ging das ja nochmal klar, Medikit aus der Kiste geholt, Medikit war das Einzige, was ich hier gerade hätte gebrauchen können. Aber wir haben Schildtränke wieder verloren. Aber immerhin noch am Leben. Ja, das zählt. So, da oben hängen noch Bandagen. Ich check nochmal mit meinem Sniper, was wir da so finden. Und ein riesen Zufall. Hier wurde nicht gelootet. An den L-Häusern. Eigentlich meine, also an den Tetris-Häusern. Eigentlich eines meiner liebsten Spawn-Punkte, muss ich sagen. Die wurden nicht gelootet. Und ja, jetzt die große Entscheidung. Was nehme ich mit? Der Grappler. Ich liebe den Grappler, ja. Das ist aber auch lucky gewesen. Also jetzt, wo ich die Folge nochmal sehe, holy shit, habe ich viel Glück gehabt. So, wenn wir wieder 100-100. 2 Mini-Schildtränke noch im Petto. Unglaublich gut bewaffnet. Nur noch die AR könnte ich austauschen. Klar, die Shotgun wird es noch in Legendär geben, aber das Loadout ist schon clean. Also das tut schon weh. 19 Leute noch am Leben. Ein Airdrop für uns. Habt ihr übrigens ganz am Anfang der Runde das Geschenk gesehen. Als ich gestern gestreamt hatte, habe ich das Geschenk auch zum ersten Mal gesehen. Ich hatte mich da total gewundert, was das war. Aber fand ich ganz nice. Da ist ja irgendwie eine legendäre Waffe drin und noch ein bisschen Stuff. Du musst das Geschenk halt werfen und dann kannst du es öffnen. So eine riesen Box. Ja, ist ganz cool. So, nochmal eine legendäre Sniper. Haben wir schon. 50er Schildrang brauche ich nicht. Deswegen porten wir uns nach oben und schauen mal, was wir so vergessen haben. Auch der Gleiter von dem Krampus-Skin ist halt mega gut. Also allgemein, das ganze Konstrukt um den Skin fand ich ziemlich stark. So, hier oben wurde gebastelt, aber die Flieger wurden noch stehen gelassen. Ich glaube, einer fehlte. Jetzt sehe ich ihn. Habt ihr da unten rechts das Bauen gesehen? Und er läuft da vor mir, läuft er da lang. Am Wasser ist er jetzt. Unten links im Wasser. Ich habe den nicht gesehen, weil ich ganz blöd nur auf das Gebäude geachtet habe, wo er drinnen gewesen ist. Ich habe ihn nicht dahin laufen sehen. Ich denke nämlich immer noch, dass da unten einer drinnen ist. Das ist aber derselbe gewesen. Krass. Boah, wenn man... Da sieht man, wie wichtig der Fokus ist, den man hat. Und wie viel man damit übersehen kann. Das ist immer dasselbe, wie wenn ich streame und ihr schreibt in den Chat, ja, hast du den nicht gesehen, war doch voll im Bild. Er war jetzt auch voll im Bild, aber als ich aufgenommen habe, habe ich ihn nicht gesehen. So, ich unterstelle dem Dude einfach mal, dass der ziemlich gut ist. Vom Art, wie er gebaut hat, wie schnell er was gebaut hat. Deswegen nehme ich erstmal den Rückzug an. Ja? Vor allem, ich hatte sogar den Highground gehabt, was dumm war. Und auf einmal steht ein Riesenkonstrukt hinter uns. Es kann sein, dass er mich jetzt noch nicht gesehen hatte. Ja. Es ist der High-Stakes-Skin. Das war auch ein geiles, das war eine geile LTM-Session. Chance gehabt. Sniper-Legende nicht am Start. Jetzt weiß er wieder, wo ich bin. Zonen 14. Ich bin ein bisschen näher dran als er. Ist natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß auch nicht, wie viel AP er hat. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen gerade. Deswegen könnte er auch noch voll sein. Wer weiß, wie er sein Kämpfchen davor gewonnen hat. Und warum er jetzt so lange nichts macht. Ich glaube, er hat sich halt nochmal geschildert oder so. Oder er konnte sich nochmal heilen. So. Ah, meine eigene Deckung kaputt geschossen. Er hatte noch 50er Schild, hat er gehabt. Jetzt bin ich im Vorteil. Boah, was ein mieser Hit von ihm. 4 AP. Richtig schöner Shotgun-Treffer. Von ihm. Von mir auch. Er war ein 50er oder so. Er hatte 9 Minis noch gehabt. Das heißt, der Kill war sogar ziemlich wichtig gewesen. Ja, da lag ein Scar.
Na, hat der Campus nicht gesehen? Ich ja. Alle Waffen nachladen. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Schiss wegen der Zone, weil die Zone muss mich nur einmal anhitten und dann ist vorbei. Krampus, die Zone. Du siehst sie schon. Du hast 4 HP. Schild zählt nicht. Ich wollte mal unbedingt den Ballon wegballern. 4 HP, Leben am Limit. Könnte gleich zu Ende sein, Leute. Vielleicht. Boah, guck dir mal den Rucksack an. Die Puppen, die da drin sind, wurden einfach reingestopft. Oben gucken so die Füße raus. Ja. So alles nicht liebevoll. Wurden die Puppen wohl geklaut. Dann mal ein Satz mit X. So, wir sind am Airport mit 54 HP. Dem haben wir erstmal einen Fuffi mitgegeben. Nachladen nie vergessen, ja. Vor allem, wenn man nur einen Schuss in der Sniper hat. So, da baut sich einer ein. Das heißt, wir gehen erstmal nach hinten. Zone ist gut für uns. Da ist der Typ mit dem Ballon. Mega nice, dass dieser Ballon oben rausschaut. Ja, jetzt hat er zu mir geguckt. Lässt er den Ballon fallen. Ja, egal welcher Sniper das wäre. Selbst Hunting Rifle würde mich one-hit. Deswegen wollte ich ihm dann die Deckung wegschießen. Vielleicht ein, zwei Treffer landen, um zu sehen, wie viel HP er hat. So, schöner Kampf oben. Und jetzt Klassiker. Was ein Fehler. Das habe ich nicht verstanden. Also, da weiß selbst ich, wenn er schießen kann, kann er auch erschossen werden. Ist er denn eine Wand gebaut, aber er könnte meine Lebensrettung sein. Wenn er jetzt noch ein bisschen schönen Stuff hat. Und wir hüpfen rein und sehen den Jack. Ja? Wie viel Glück konnte man über die ganze Runde verteilt eigentlich haben? Mit dem Loot, den wir bekommen haben. Dass wir den Schildtrank kriegen, kurz bevor wir in die Falle rennen. Dass wir den einen Typen, der uns fast am Limit killt, dass wir 9 Schildtränke dabei haben. Dass wir genau danach den Jack finden. Plus noch eine Scar, diesmal eine richtige, dann haben wir nämlich gerade Silenced. Ja. Guckt euch das Loadout an. Ich habe 100-100, habe 3 Legendaries und eine Scar, habe 9 Minischildtränke dabei. Erzähl mir was von Glück. Der Krampus ist am Start. So, die beiden hatten sich ja da bekämpft. Ich ging davon aus, dass sie nicht mehr drin sind. Deswegen erstmal weiter juckeln. Ah, lustig. Das war jetzt hier in der Aufnahme auch. Ich dachte erst, mein Headset war kurz kaputt. Die Background-Noises waren gerade einfach gecuttet weg und wurden durch andere ersetzt. Das hat mich sogar in der Aufnahme selbst gewundert. Apropos Background-Noises, jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe gleich. Und zwar müsst ihr mir gleich einen Sound erklären. Den hören wir uns gleich ein bisschen länger an, weil ich so verwirrt war. Aber das hört ihr schon noch. Ja, was ein Gebilde. Ich suche eben schnell die schwächste Stelle. In der Hoffnung, damit 2 Schüssen das wegmachen zu können. Leider, oder ist halt so, die Sniper hört man halt auch. Wie nah ist er dran, der Bub? Da haben wir ihn kurz gesehen. Irgendwelche schemenhaften Dinger. Er baut sich hoch. Gib ihm den 35er, seiner Shoddy schön ausgewichen und dann noch der Lucky Edger mit der P90. An den 50er Schildtrank komme ich nicht mehr zurück, der ist jetzt schon außerhalb der Zone. Deswegen weiter hier unten. So, und jetzt erstmal nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde gleich einen Mini-Schildtrank für 3 Schild nehmen. Ich habe 10 Stück und auch, ja, 1-2 Schaden können einen Unterschied machen. Ihr wisst, grauer R, 99 Damage möglich, so in der Art und Weise. Oder mit einer blauen, glaube ich, machst du 99. Da wäre ein Leben schon interessant. So, und jetzt bin ich gleich mal ganz kurz leise, denn dieser Sound kommt von dem Haus. Ich habe es aber nie gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, erklärt es mir.
Okay, ich glaube, der Sound war gut zu hören. Ich dachte auch erst irgendwie da drin ist einer und macht Emote oder so. Ja, also wirklich, ich dachte, es ist ein Spieler in dem Haus, der ein Emote spammt oder sowas. Es hört sich halt an wie eine dieser Untergrundbasen, so wie wir es halt in Wailing Woods halt so haben, unter dem Labyrinth. Wir sind ja gerade in Wailing Woods. Könnte das der Raum mit dem Portal sein? Kommt das von der Distanz her hin? Aber ich weiß nicht. Es ist aber so laut, wenn ich da drauf stehe. Ihr seht ja auch, dass das Haus so einen Strich vor dem Gebäude hat, also so eine Steinfront. Also als wenn das Ding sich komplett umdrehen könnte und so eine Raketenabschussbasis. Deswegen im Keller nichts zu sehen. Da hört man es auch nicht. Ja. Aber was ist es? Wieso ist es da? Warum kommt der Sound? Ihr seht, wenn wir jetzt hier rausgehen, vorne am Boden diese abgekratzte Ecke da oder die abgetrennte Ecke. Da sieht man dann so, als wenn sich das ganze Haus vielleicht umdrehen könnte und zu einer Raketenabschussbasis wird. Also ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es, vielleicht ist es bekannt. Ja, oder ich bin einfach nur blöd. Lasst mich das auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, wenn ihr da mehr drüber wisst. So, drei Leute noch, Finale. Wir haben oben links im Turm einen, der schießt auf den unten rechts am Block. Deswegen erstmal wie immer super langsam hochbauen, das kann ich. Ich sehe ihn nicht, weil er aus dem Fenster schießt. Er macht das geschickt. Jetzt baut er um. Hat eine Tür gebaut. Okay, der ist einmal rausgesprungen. Jetzt hatte ich kurz die Chance gehabt. Da hätte ich schießen müssen. Zu lange gewartet. Dann halt noch verschossen. Das war unnötig. Jetzt können wir da unten wenigstens mal einen Treffer landen, um zu gucken, wie viel HP er hat. Das ist immer für mich wichtig. Hat also noch Schild gehabt. Ist auch nicht kaputt gegangen. Deswegen kein Stress, um da zu pushen. Zone Sieg sowieso auf unserer Seite. Leider passiert jetzt was Blödes. Und zwar der Typ, der da hinter der Wand vor uns stand, ist auf einmal verschwunden. Weil er halt hinten den Berg runtergegangen ist. Das heißt, ich weiß nicht wirklich, welche Richtung er genommen hat. Also da ist, er ist nicht mehr da. Er muss den Berg runtergerutscht sein. Das heißt, er muss von mir aus links kommen. Manchmal die Chance für einen Shot ist da. Zone kommt. Er baut halt immer gegen mich. Ich würde mal sagen, der Schuss jetzt war ziemlich knapp. So, aber wo ist der andere Dude? Guck mal, wo ist er? Ich bin halt immer der Meinung gewesen, er ist dann auf meiner Seite mitgekommen, aber dann hätte ich ihn spätestens jetzt sehen müssen. Deswegen erstmal schnell in die Zone rennen. Es wird aber geschossen. Eindeutig nicht auf mich. Ja, wir brauchen wieder ein bisschen Deckung. So, da haben wir einen Fight. Build Battle und da sieht man, die beiden machen ernst. Und ich bin nur der, der beide nervt. Aber das ist ja ein Vorteil. Ja, sollen die sich halt gut geben? Ich bin auch noch in der Zone, beide von denen noch nicht. Ja, jeder Treffer von mir zählt. Der erste ist jetzt außerhalb der Zone gestorben. Und hätte er mir den Sniper-Shot gedrückt, wäre ich richtig sauer gewesen. Also meine Eier ist alle. Ah, shit, er hat noch Schild. Wieder der Check. Nachladen. Wieder eingegeben. Wieder eingegeben. Schild ist weg. Und dann kommt der 70er Header. Und wir holen uns die Runde als Krampus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Unterstützung freuen. Gerne ein Like da lassen. Beantwortet mir auch gerne mal die Frage mit dem Sound und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bekommen habt zu Weihnachten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.